So, hier haben wir unser, ja, Endbad, ein kleines Notbad. Und da hat mein Mann richtig gute Arbeit geleistet, denn unsere Heizung war kaputt und er hat sich hier die Hände gewaschen von seinen ölverschmierten Händen. Und ich habe vorher mit allem schon mal probiert zu scheuern, aber das klebt wie Kaugummi. Jetzt habe ich mir gedacht, ich probiere das gleich mal aus mit diesem Multistar-Reiniger. Alles biologisch. Und da habe ich ja gestern schon ein Hammer-Ergebnis mit meinem Herd gehabt. Und jetzt probiere ich einfach mal, ob ich das, wo ich hier schon ein paar Mal geschrubbt habe, mit dem Multis da hinbekomme. Und gleich hier. So. Mal ganz kurz einwirken lassen. Dann habe ich hier mein Tuch. Gehe erstmal hier oben lang, wo es nicht ganz so dolle ist. Also das ist echt unser Notbad, da muss man sich keine Mühe geben, aber so muss es nur auch nicht aussehen. Wow. Okay. Ja. Und ich muss nicht mal richtig dolle schrubben. Da haben wir noch mal ein bisschen den Spritzer hin, da hinten in die Furche. Unglaublich. Also das Becken ist jetzt schon sauber. Ich habe hier in meinem Lappen den Dreck drin. Einfach unglaublich. Da noch mal gucken, ob ich das hier reinkriege. Okay, Ölhände AD sage ich auf jeden Fall. Das, was vorher keiner geschafft hat, schaffe ich hier mit Einweichen vom Multistar mit einem Ruck. Das ist einfach unglaublich. Hier sieht man, was da für ein Dreck drin war. Ja, das hat sich schon gelohnt. Nochmal übergehen und dann habe ich hier ja fast ein neues Waschbecken. Und der Fettfilm von der Heizung ist weg. Und ich habe nicht mal einen Glitzy-Schwamm oder irgendwas rausgeholt. Also da bin ich jetzt echt baff. Hammer. Ein, keine Ahnung, 50 Jahre altes Waschbecken. Unglaublich. Danke, Easy Clean. Und ja, Multi ist da.